Okay, es kann weitergehen. In Ordnung, lasst uns beginnen auf ein gutes, faires Spiel. Ein Match. Ich werde euch so doll in den Arsch treten. Ach, das wird ein Heidenspaß. Fuck schon, schon wieder high. Kommt schon, zeigen wir Raimund die Ergebnisse unseres harten Trainings. Wird gemacht, Kapitän. Alles klar, Leute, zeigen wir denen, wozu Raimund fähig ist. Jetzt bin nur erst getreten, aber richtig. Okay, perfekte Aufstellung. Die Riesenlippen. Kann es sein, dass ich immer diese Taktik benutze? Durchsetzen. Die Mauer. Okay, das ist der schwarze. Yay, sehr gut. Die schwarze Version von Wortsort. Schlossbrecher. Ja, komm. Weil ich es einfach kann und die Attacke heftig aussieht. Bestimmt mit Himmelsand. Was zur Hölle? Hat immer was gemacht. Tor! Ah. Tolles Tor! Felix, der nächste halte ich bestimmt. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet alles schon sehen. Los, du Großlippe. Fächer. Ist es kein Foul oder so, irgendwie einen Gegenstand im Spiel zu benutzen? Ach komm, wir machen mal Sumo-Stampfer. So einen fetten Bauch. Ich werde irgendwie wie immer besser. Blaue Himmelshand. Hast keine Chance gegen mich. Tor! Weiter so, Raimund! Okay, Frostball wurde gelevelt. Man hat gerade dieses Level 1 gesehen. Flammentänzer. Tanz zu den Flammen, Bitch. Kampfstier. Ich dachte, er ist Tore. Oh. Das muss wehgetan haben. Wo sind meine ganzen Verteidiger, hallo? Grätschen. Komm du mal her. Dann begrüße ich dich. Doppelstürme. Nicht euer Ernst, oder? Magische Hand. Okay, umsonst eingesetzt. Egal, wenigstens leveln. Ah komm, Dunkeltornado. Ah, ich habe mir gerade was gegönnt zum Trinken. Ich
Frostball, das muss auch noch weiter gelevelt werden, ja. Ich könnte... Ich könnte mich echt dafür selbst hauen, ganz ehrlich. Wie bei der ersten Folge, habe ich wieder... Das ist Blastos Frost. Ist alles in Ordnung? Naja, alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Bist du sicher, Frost? Du musst es uns sagen, wenn es dir nicht gut geht. Du solltest nicht. Du solltest dich nicht zwingen zu springen. Danke, Mark. Mann, ohne mich bist du wirklich zu nichts gebrochen. Ey, geht es dir gut? Gut? Ach, mach dir um mich keine Sorgen, Kumpel. Na gut. Also los geht's. Ich zeig dir, was Sean Frost leisten kann. Dämlich, diese Aktion von mir. Wo sind meine ganzen Verteidiger, hallo? Grätsch mal. Jetzt wird's heiß. Warte, du lockst mal dahin. Illusion Ball. Plus 1. Das hier. Ich hoffe, das wird nicht als voll gesehen. Obwohl. Stimmt. Schlossbrecher. Ich liebe diese Attacke. Die ist einfach zu episch. Der hat keine Chance gegen mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen gerade überlevelt, ein bisschen übertrieben habe mit dem Leveln. Könnte auch sein. Ja, den nächsten hältst du vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. Eisloch-Block. Riesenfischer. So ist im Hintergrund Feuerwerk. Oh nein, jetzt werden die heiß. Frostball nochmal. Den jetzt geblockt, Mann. Du kommst hier hin. Wir leveln jetzt ein bisschen mal. Vielleicht diese Plus 2 kann auch sein. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Unterschiede gibt, wenn das gelevelt wird. Und Drehschuss. Plus 1. Vielleicht ist man eigentlich seinen neuen Schuss lernt. Und jetzt halt. Ah, nicht schlecht, langsam wird es interessant. An mir kommst du nicht leicht vorbei. Doch, wenn ich schon 3 Tore gemacht habe, dann ja. Die Zeit ist abgelaufen. Und 3-0 gewonnen. Gewonnen! Wie gesagt, dir nochmal, in der Ruhe liegt die Kraft. Och, wir müssen irgendwann besiegt. Das passiert uns aber noch nicht einmal. Nicht noch einmal. So. Oh, meine Level.
Warte, das ist schwer. Was sind das denn für Werte? Warte, wo ist Banyan? Banyan? Selbst. Ah, der ist auch noch so niedrig mit den Leveln. Das ist also das. Das ist das Spielziel der Rayman 11. Ihr seid ja sogar noch besser, als ich gedacht habe. Vielen Dank, dass ihr mit uns gespielt habt. Wir haben alle eine Menge von euch gelernt. Es hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Es gibt wirklich nichts Größeres, als gegen ein Team zu spielen, das unsere Leidenschaft für Fußball teilt. Ach so, klatsch mal. Was für ein exzellentes Spiel. Das ging ja noch hoch und runter. Wahrlich ein Genuss. Rektor, mit dicker Nase. Entschuldigt bitte, das habe warten lassen. Ich heiße Balding und bin ein Direktor der Volksschule Junior. Er ist der Freund meines Opas. Es ist mir eine Ehre, Sie zu treffen. Ich bin Mark Evans, Kapitän des Fußballteams der Rhein. Ich bin der Enkel von David Evans. Oh, du musst dich doch nicht vorstellen, junger Mann. Diese Augen, diese Gesichtszüge. Unfassbar, du bist deinem Großvater wie aus dem Gesicht geschnitten. Oh. Oh, das ist also der Enkel der legendären Torhüters David Evans. Nein. Oh, Herr Schiller, es tut mir leid, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Schiller? Schiller? Richtiger Schiller. Diesen Namen habe ich doch irgendwo mal schon gehört. Haben Sie meinen Opa etwa auch gekannt? Nicht so forsch, junger Mann. Weißt du überhaupt, wem du hier sprichst? Nur die Ruhe, Herr Balding. Kinder dürfen ihre natürliche Neugier nicht verlieren. Ich habe diesen Kerl schon mal irgendwo gesehen, ich bin mir ganz sicher. So, wenn das nicht die kleine Victoria ist. Es ist schon eine Weile her. Ich hätte niemals gedacht, dass die ja, was? Dir? Oder dich an solchen einem Ort zu begegnen? Was in aller Welt machst du hier? Ah, jetzt weiß ich, wer sie sind. Sie sind der reiche Kerl, den man immer auf der ganzen Veranstaltung für bedeutende Persönlichkeit trifft. Junge Dame, deine Unverschämtheit ist schockierend. Aha, du hast schon immer frech darauf losgeredet, Victoria. Oh, Kinder, dieses Herr Astram B. Schiller, er ist eine angesehene Persönlichkeit. Zweifellos kennt ihr als der Präsidenten und der Chef der Schiller-Gruppe. Die Schiller-Gruppe? Irgendwo habe ich sein Gesicht schon mal gesehen. Hast du ihn auch mal schon getroffen, Chef? Ja, ich glaube, er war auf einer Feier, zu der ich mal mit meinem Vater gekommen bin. Er sieht harmlos aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich mehr hinter ihm verbirgt, als wir vielleicht annehmen. Ah, Sharp, du bist ja auch hier. Wie geht es deinem Vater? Es geht mir gut, vielen Dank. Er ist Schüler, liebe Kinder, müsst ihr wissen. Er leitet die Sunshine Academy, eine Einrichtung, deren Ziel es ist, für das Wohl der Kinder zu sorgen. Sunshine Academy? Er ist zwar ein vielbeschäftigter Mann, nimmt sich jedoch zwischendurch immer wieder die Zeit, Schulen zu besuchen. Er hat der Schule gerade eine großzügige Spende überwiesen, um sicherzustellen, dass die Schüler die beste Ausbildung genießen. Nicht doch, Herr Balding, das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Schiller? Jetzt weiß ich's. Jetzt erinnere ich mich wieder. Trainer Lena hat denselben Nachnamen. Dieser Nachname gibt es hier nicht oft. Sind sie beide verwandt? Ganz sicher nicht. Das ist doch das erste Mal, dass ihr euch begegnet seid, oder? Ja. Also das sagt schon alles, dass sie irgendwie verwandt sind. Also das ist der Papa. Kanalina, Sie schwitzen ja. Ist alles in Ordnung? Hier riecht's nach Zwiebeln. Mir geht's gut. Mark, willst du eigentlich noch nach dem Notizbuch der Meister fragen, oder was? Oh, richtig. Herr Balding, wir sind hergekommen, einen Blick ins Opas Notizbuch der Meister zu werfen. Uns wurde gesagt, dass die Spezialtechniken in dem Buch uns helfen könnten, die Alias-Akademie zu schlagen. Das Notizbuch der Meister? Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und das soll hier in Fukuoka sein? Ja, es ist schon mehr als 40 Jahre her, dass David mir das Notizbuch gegeben hat, um darauf aufzupassen. Und in der ganzen langen Zeit habe ich es niemandem gezeigt. Das hört sich faszinierend an. Ich bin selbst ein großer Fußballfan, wisst ihr? Stört es Sie, wenn ich auch mal einen Blick in das Notizbuch werfe? Nein. Es tut mir leid, aber leider darf niemand die Hintergründe des Buches sehen. Selbst Sie nicht, Herr Schiller. Ich habe David felsenfest versprochen, dass ich es unter Verschluss halte. Lehnen Sie gerade eine persönliche Bitte von mir ab, Herr Balding? Es tut mir leid, David, hätte es mir nie verziehen, wenn ich dieses Versprechen gebrochen hätte. Und wir sehen uns im nächsten Part.